Was kümmert es mich, ob Montreal, die größte Stadt Kanadas, in Flammen steht und von massiven Straßenschlachten erschüttert wird? Während die Straßen von Chaos und Gewalt am vergangenen Wochen erzitterten, fand der kanadische Premierminister Justin Trudeau seine Zuflucht nicht in einem Krisenstab, sondern auf einem Taylor Swift-Konzert. Ein Gedanke scheint ihn zu durchzucken, ein stiller Hohn gegenüber der Krise. Montreal mag brennen, aber hier inmitten von tausenden jubelnden Fans singt Taylor Swift die Sorgen hinweg. Während in Montreal Autos brannten und Straßenschlachten zwischen linken und muslimischen Demonstranten sowie der Polizei eskalierten, ließ sich der kanadische Premierminister nicht aus der Ruhe bringen. Er feierte in Toronto zu Taylor Swifts Shake It Off. Die Szenen, die sich am Freitagabend in der Metropole Quebec abspielten, hätten eher in einen Actionfilm als in das sonst so friedliche Kanada gepasst. Lodernde Fahrzeuge, zerschlagene Schaufenster und durch die Luft wirbelnde Metallobjekte dominierten das Bild. Der Auslöser? Eine zunächst friedliche Pro-Palästina-Demonstration, die sich mit Protesten gegen das parallel stattfindende NATO-Treffen vermischte und binnen Stunden zu einem explosiven Chaos wurde. Manuel Couture von der Polizei in Montreal beschrieb die Eskalation mit nüchterner Präzision. Was um 16.30 Uhr im Émilie-Gamelin-Park als gewöhnlicher Protest begann, artete bereits zwei Stunden später in blanke Gewalt aus. Besonders symbolträchtig und provokant. Demonstranten verbrannten eine Puppe, die den israelischen Premier Netanyahu darstellte. Eine Geste, die in ihrer Schärfe unmissverständlich war. Die Bilanz der Nacht liest sich wie ein Kapitel aus einem Katastrophenbericht. Drei Festnahmen wegen Angriffen auf Polizeikräfte, zahlreiche verwüstete Geschäfte entlang des René Levesque Boulevards und zwei ausgebrannte Fahrzeuge. Um der Gewalt Herr zu werden, setzte die Polizei Reizgas ein. Eine Maßnahme, die das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand komplettierte. All dies geschah inmitten eines internationalen NATO-Gipfels mit rund 300 hochrangigen Delegierten, die eigentlich im Fokus der Aufmerksamkeit stehen sollten. Doch wo befand sich der Premierminister, während die Lage außer Kontrolle geriet? Justin Trudeau, dessen Amtszeit bereits von einer Reihe von Kontroversen und Pannen geprägt ist, entschied sich für einen entspannten Konzertbesuch bei Taylor Swift in Toronto. Dieses Verhalten wirft erneut die Frage nach seinen politischen Prioritäten auf und illustriert die zunehmende Diskrepanz zwischen den Herausforderungen auf Kanadas Straßen und den Entscheidungen an der Spitze des Landes.